the things that make me angry ist also die Aufgabe, heißt nämlich erstmal, wie wenn man früher in der Mathe-Klausur 1 und 1 im Taschenrechner zusammengerechnet hat, erstmal nur mal sicher zu gehen. Und dann war der erste Ansatz, die erste Idee, ein bisschen diesen Social-Media-Bereich abzudecken. Heißt, das bisschen, was ich da an Reichweite habe, zu nutzen auf YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat und wenn man das dann noch mit reinzählen kann, WhatsApp. Moin, ich brauche ein paar Antworten bzw. Kommentare. Ich darf ja hier eine Eignungsprüfung machen, The Things That Make Me Angry. Dann gerne mal bei mir antworten. Was glaubt ihr, was mich angry macht und was macht euch persönlich angry? Vielen Dank schon mal im Voraus. Und wie es dann zu erwarten war, kamen zwei, drei Kommentare auf YouTube zurück und zwei, drei Antworten auf WhatsApp. Aber mit denen können wir schon gut was anfangen. Die waren alle ja, relativ passend bei mir. Dann kommen wir zu meinen Eigenheiten. Erstmal fängt das an mit Allergie, Katze, Heuschnupfen, alles was irgendwie kreucht und fleucht. Macht nicht so Spaß, ist ziemlich nervig. Was auch richtig nervt, ist natürlich, wenn dir Programme abschmieren und das zu Zeitpunkten, die nicht praktisch sind, wo das automatische Update lange her ist oder das letzte Mal Speicher lange her ist, dann ist dir dann die Dateien ausspuckt, die schon ewig zurückliegen. Und dann hast du nur noch die und weißt genau, was du nochmal machen musst. Das ist verdammt frustrierend und extrem nervig. Was ja leider schon fast Normalität geworden ist, aber was trotzdem immer wieder aufs Neue aufregt, vor allem wenn man es eilig hat. Diese ständige Verspätungen von Bahnen oder das überhaupt nicht kommen von Bahnen. Schon viel erlebt, das nervt trotzdem immer noch. Oder noch was Sportliches. War vor kurzem beim Tennis, Verbandsspiel, nach 2 Stunden hast du den ersten Satz gewonnen, wirst aber trotzdem dann noch in den Matchtiebreak gezogen bei glühender Hitze. Gewinnt das Ding irgendwie, dreht sich um. Erster Schritt ist direkt in eine Kuhle rein, man knickt um und holt sich eine Außenbandläser, die dann erstmal für 2-3 Wochen auf jeden Fall in Sachen Sport flachlegt. Natürlich diese 2-3 Wochen sind die einzigen Wochen, wo die Verbandsspiele noch laufen. Völlig unnötig nach dem Spiel, das nervt richtig. Dann deswegen auch Eigenheiten von mir, weil ich kann es einfach nicht ab. Essensgeräusche, Trinkgeräusche, das kann ich überhaupt nicht ab, sowas. Das könnte so diese Kategorie passen mit meinen Kleinigkeiten, über die ich mich aufreg. Aber es ist zum Beispiel auch dieses immer wissen müssen, wie genau, was genau ich machen muss. Jetzt hier beispielsweise meine Fragen ständig, die nachfragen. So im Allgemeinen nerven mich so die kleinen Dinge, die sich gar nicht lohnt, drüber aufzuregen. Zum Beispiel, wenn eine Tür nicht völlig geschlossen ist bei mir im Zimmer, nervt es mich also einfach gerne, wenn die Tür zu ist. Oder man ohne Anklopfen so einfach reinprasselt. Keine Ahnung warum, aber das stört mich extrem. Was mich so richtig angry macht, ist so komplett realitätsfremde Werbung oder dieses Berufsbild mittlerweile, dieses Influencers, die Beiträge hochladen, wo es dir echt anders wird. Ja, allgemein diese Social Media Kultur mit dem Kommentar hier, auch wenn natürlich manche Schlagfertigkeit dann auch echt ganz lustig ist. Eine weitere Sache, die mich richtig angry macht, wenn ich da drauf gucke, ist absolut diese Charts in Deutschland zurzeit. Vor allem was Rap angeht, ich konnte sie leider noch nicht mehr bling bling noch finden. Das ist so das rappigste oder Rap-Outfit-ähnlichste, was ich finden konnte zu heutzutage. Bestes Beispiel, was gerade läuft als Lied. Da singt ein 15-Jähriger über Shots, die ihm irgendeine im Club bestellen soll. Dabei kommt er nicht mal selber in den Club rein. Kann ich absolut nichts mit anfangen. Das regt mich einfach nur auf, wie sowas auch noch Erfolg haben kann. Auch wenn man mit dem VfB seit 2006 als Fan durch dick und dünn ist, macht es einen doch schon ziemlich angry, wenn man dann von 4 Dauerkarten, die man jetzt mittlerweile hat, nächste Saison mit eingerechnet, gleich viele für Liga 2 berechtigt sind wie für Liga 1. Und ein letzter Punkt ist, dass ich es sowieso allgemein irgendwie ein Problem, aber jetzt vor allem in dem Projekt, egal ob Kamera oder nur ins Mikrofon sprechen, irgendwie scheinbar unfähig bin, zum Punkt zu kommen oder einfach mich mitten in einfach überlegten Sätzen verhaspel oder irgendwas dazu dichte oder einfach stocken bleib. Allein der Part jetzt hier, die paar Sekunden. Ja, leicht wieder, ist glaube ich klar geworden.